Ja, willkommen im Fahrzeug. Heute ist die Sonne noch nicht so ganz vorhanden, deswegen machen wir mal Licht an. Dann sehen wir auch ein bisschen was. Du hast alles schon smart. Ja, das ist ein System, was ermöglicht, relativ individuell Licht zu steuern. Man kann auch mal Bereiche aktivieren oder man kann einfach ein bisschen umschalten, man kann nur den Sitzplatz beleuchten. Oder wir lassen es jetzt mal hell, hat die Marie es einfacher mit der sehr Beleuchtung. Schön. Also wir sehen, ich erkenne ja gewisse Sachen wieder, unter anderem das als erstes der Schnitt, ein klassischer Schnitt mit einer Eingangsdusche, nehme ich an. Ne? Ganz genau, die ist geplant. Ja, das heißt mit dem Bereich Bad und Toilette hier. Und ich denke auch mit einer Tür, die sowohl die Toilette als auch den Eingangsbereich verschließen kann. So das ist so. Häufig cooler Schnitt ist das Raummaß des Aufbaus, würde ich mal sagen, ideal genutzt. Ne? Ja, für wenn man zu zweit unterwegs ist, sicherlich. Wir haben hier noch, wo Annette jetzt steht, vor die Schräge des Sitzplatzes zu wiederholen. Dann wird hier noch ein kleines Bad und eine Toilette installiert und wie du schon sagst, eine Tür, die dann die Dusche respektive die Toilette von dem Wohnraum abtrennbar macht. Da gibt es einen zweiten Sitzplatz und das, was dann noch ein bisschen wüst aussieht, ist ein Provisorium, um uns ein bisschen vorab reisefähig zu machen, dass wir dann in den relativ schmalen Duschtrennwandschrank wird das hineinkommen, um relativ fixen Zugriff zu den Schaltpanelen zu haben und entsprechende Displays unterbringen zu können. Ja, man sieht auf jeden Fall wieder konsequent durchgesetzt eure Frässchablonentätigkeit, ne? Sozusagen. Ja, genau. Dominosteine, große und Fräs. Ja. Sehr hervorragend. Ja. Also ihr habt das ja wirklich zelebriert in jedem Detail, um einfach nochmal dieses sehr stabile Holz in der Eigenschaft wieder auf ein Gewicht zu führen, wie man es heute nur mit Queensplay-Platten zum Beispiel hinkriegt. Ne? Das ist es. Ja. Heute würde man, das ist ja auch schon länger entstanden. Ihr habt eine andere Beschichtung. Das ist in dem Fall kein HPL, wie bei Queensplay. Heute würde man vielleicht auch Queensplay nehmen, mit einer viel niedrigeren Dichte, um eben in die Nähe der Dichte oder doch durchaus an die Nähe der Dichte von Queensplay oder leichter zu kommen, haben wir halt gefräst. Wir haben eine Polypropylenbeschichtung, so eine Mini-Perl, die relativ robust gegen Drüberkratzen ist, die auch gegen die meisten Chemikalien beständig ist und die sich vor allen Dingen, was die Kanten betrifft, leicht bearbeiten lässt und nicht so zu Ausrissen neigt. Denn ich meine, ihr habt professionelles Gerät, für euch ist das möglich. Mancher Selbstausbauer hat nicht immer die perfekte Technik und da ist das Holz durchaus eine gute Option, wenn man bereit ist, die Zeit ins Fräsen zu stecken. Ja, und ihr habt natürlich jetzt hier, das denke ich mal, auch deshalb gewählt, weil ihr die Kanten offen lasst und ja, einfach absolut besser die Kante bearbeiten kann. Genau, weil wir das auch schön finden. Ja, ich sehe auch hier, da gibt es Sachen, die kenne ich, andere wiederum kenne ich nicht so. Das heißt, ihr habt den klassischen Triplex, hier eine Mikrowelle. Richtig. Hatten wir uns gestern schon drüber unterhalten. Genau. Ich bin auch gerade am Gucken, ja, weil es ist immer so... Es bleiben dann immer so vom Kochen mittags dann doch mal vielleicht drei Nüdelchen oder irgendwas genau übrig. Sowas, ne? Und das musst du immer in die Pfanne schmeißen und dann brennst du es an und dann riecht die ganze Kiste wieder danach. Eine kompakte Mikrowelle, sehr gute Idee. Darunter ist jetzt ein bisschen nach außen, nach Sounddeck, oder? Das ist ein Soundbar, der ist natürlich, Hi-Fi-Enthusiasten werden jetzt sagen, oh Gott, aber für das bisschen Filmmusik-Untermalung reicht das völlig aus. Geht über Bluetooth. Ist quasi die Nutzung des Restraums von dem Abwassertank. Da sitzt der Abwassertank. Und gehen wir ein Stück. Ja, wenn du den Isotherm einbaust, ne, haben wir auch schon oft in der Form gemacht, ist das natürlich eine Top-Lösung hier. Ne? Genau, kannst du gerne mal aufmachen, ist okay. Die Schrankverschlüsse, ne? Genau. Und die haben den Vorteil, dass jetzt, sagen wir mal, das Haltemoment natürlich ein ganz anderes ist. Und sie fügen sich natürlich ins Design sehr hübsch ein. Ne? Ja, haben wir ähnlich gemacht, nicht genau so. Nur muss ich jetzt gerade schmunzeln, weil die verwenden wir auch relativ viel für die Deckenschränke momentan, wo die Travere außen die Deckel überlappen zum Unten öffnen. Ne? Also um es mal so zu sagen, der Tipp kam von euch. Ja, das kann.
würde ich jetzt sagen, vermutlich, aber wir reden ja. Es ist so. Der Dieter saugt da immer auf wie ein Schwamm, wenn ich irgendeinen Blödsinn referiere. Nein, das ist schon gut. Aber meistens ist es auch relativ fundiert, weil wir halt. Ihr habt die Erfahrung, natürlich. Ja, und dann hinterher sind Dinge, wo man lang sucht, der sonnenklar, wie man es machen kann. Ne? Und das ist ja auch ein Ding, wenn da jemand Fragen hat im Rahmen so eines Konzeptes, dann sind wir auch gerne bereit, immer die Informationen und solche Sachen einfach zu teilen, ne? Zum Leidwesen unserer Mitbewerber. Ja, so ist es halt. Vielleicht nochmal, du sprachst das Thema Design an. Der Kühlschrank ist jetzt nun wirklich nicht Design-Hit verdächtig. Richtig, ja. Er hat aber zwei Vorteile. Er ist zum einen leicht, relativ leicht für 165 Liter. Ja. Er hat einen relativ guten Kompressor. Also der kühlt wirklich, wir haben ihn jetzt schon seit einer Weile in Betrieb. Er kühlt wirklich gut, aber er hat einfach den Nachteil, der nicht vorhandene Türverriegelung und naja, optisch ist er kein Hit. Die Befestigung war auch ein bisschen speziell. Also dieser Kühlschrank hat keine vernünftige, finde ich zumindest, keine vernünftige Befestigung. Wir haben über den Deckel, über diese Platte seitlich zwei Platten aufgebracht, die wir in den Deckel greifen lassen. Okay. Und unten haben wir ihn in einen Boden eingefasst über die Füße. Die Füße laufen quasi in Töpfen und so ist der bombensicher drin. Also der hat Füße und Rollen und die verschwinden dann immer. Genau. Ja, es zieht sich durch, man muss auch dazu sagen, ihr seid ja ein bisschen routiniert, ne? Ihr habt auch im Schiffsbau schon das Projekt zu Wasser ist realisiert. Ja, ja. Das ist jetzt hier das Projekt zu Wasser. Ich mach mal ein bisschen auf das normale Licht hier, genau. Entschuldigung. Das heißt, es gibt einen gewissen Grundspirit, der es euch natürlich erleichtert hat, auch so ein Projekt zu realisieren. Das ist so und das Boot ist hier mit eingezogen. Das Boot ist am Boden sichtbar. Man sieht es an den tollen Elementen, man sieht es an dem Teak, man sieht es auch an der wunderschönen Ausführung des Tisches. Ne? Und da kommen die Elemente wieder. Ich würde sagen, ihr habt so einen konservativen, klassischen, ansprechenden, modernen, aber auch zugleich schicken Style da reingebracht. Ne? Also danke, danke. Das wächst so, ne? Also das heißt, es ist jetzt, sagen wir mal, mit klaren Linien, mit sehr klaren Linien, wozu ihr auch die offenen Kanten vom Multiplex beitragen. Genau. Insofern wird mich jetzt der Kühlschrank nicht stören. Natürlich ist jetzt der große Isotherm mit der Edelstahlfront etwas schicker. Der ist schicker, definitiv. Ja, aber du siehst auch noch mehr Datscha drauf, ne? Aber der kostet auch das Doppelte. Ja, vor allen Dingen ist er schwerer. Ja, das ist das Problem. Und das müssen wir natürlich sagen, wir sind ja hier bei einem Fahrzeug, was, sagen wir mal, ein maximales zulässiges Gewicht in der Endstufe, wenn man auflastet von bis zu 9200 Kilowatt. Und cool wäre es, wenn auch mit allem Schick und Schnack das Auto eine gute Tonne auf jeden Fall leichter ist als das Endgewicht. Ne? Einfach Agilität halten, genau. Das heißt, man könnte es auf 7,5 Tonnen bauen, wie so viele Projekte. Wobei ich sage, mit der relativ großzügigen Kabine mit fast 4,50 Meter Innenlänge ist es schon harter Tobak, gerade wenn man ein bisschen Ausstattung auch reinbauen will, was ihr ja macht, sowohl außen am Fahrzeug als auch drinnen. Ne? Wir versuchen das. Du hattest ja gerade schon den Tisch gezeigt. Vielleicht kannst du noch mal den Tisch von unten zeigen. Ja. Dann sieht man das ein bisschen besser. Da gibt es eben auch, das ist jetzt ein bisschen im Bau, man sieht schon die Kabel, es gibt noch so ein Hühneraugenflutlicht, dass man hier unten so ein bisschen was zeigen kann. Es gibt hier noch USB-Dosen, dafür gibt es die kleinen Ausbrüche. Ja, die Platte wiegt insgesamt keine 6 Kilo. Ja, guck mal die Platte von unten an, Mensch, das sieht man erst auf den zweiten Blick. Ne? Da war der aber lang mit der Nagelfeile unterwegs, oder? Da waren wir mit der Nagelfeile länger unterwegs, das stimmt. Es hat aber Spaß gemacht. Das drinnen haben wir, ich meine, das sind auch solche Sachen wie hier, wenn du nochmal durchleuchtest. Versenkte Verschlüsse sind einfach Arbeit. Ja, kannst gerne mal aufmachen. Mega schön gemacht, ne? Auch hier, ne? Guck mal hier mit dem. Wir können das mal. Ich klappe das mal. Dann siehst du es, da ist noch ein Kleber. Das ist noch ein bisschen im Bau. Wir haben, das heißt, die Heizungsrohre liegen. Da fehlen uns jetzt noch die Gasdämpfer. Die sind noch im Zulauf. Hier fehlen noch Filzladen. Wir haben es uns dann auch erlaubt, den Tisch ein bisschen verschwinden zu lassen. Sehr schön. Und ja, das mal zu den Details. Man kann den Tisch auch absenken. Hier haben wir dann noch Auflagen. Dass du ein Bett bauen kannst. So hätte man das zweite Bett. Wir können auch mal kurz in die Elektronik gucken. Oder in die Elektrik. Ja, weiß nicht, wie das jetzt mit der. Helfe ich doch schon mal hier bei. Mit der, genau, schmeiß einfach aufs Bett. Platz. Genau, ja, die Polster kannst du aus. Deutschschmiede-Werbung. Das ist unser Schlüsselanhänger. Aha. Irgendwo hat sich der
Goldschmied dann doch noch. Oh, ihr habt ja auch Silber. Die Mühe gemacht, die Edelsteine wieder zu versenken. Ja, auch, genau. Auch das ist. Ich mache mich mal dünne. Oh, Profi-like. Sehr schön. Danke. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Im hinteren Bereich sieht man den vorhin gezeigten Filterwagen. Mhm. Und im oberen Bereich von dem großen blauen Gerät, von dem Wechselrichter, sieht man, dass wir die Luft, die warme Luft von dem Wechselrichter, der wirklich sehr warm wird, die ziehen wir unten aus dem Stauraum und blasen sie oben wieder in den Stauraum rein, um eben die Hauptwärme aus dem Fach zu lassen. Weil alles, was man dort an Wärme erzeugt, hat man im Sommer in der Kabine. So, also da muss ich wirklich eingestehen, das schaut bei uns nicht besser aus. Also vorbildlich gearbeitet, aber ganz ehrlich, ich hätte es auch so erwartet. Oh. Wenn ich mir den Rest so angucke. Ne? Also das danke, ist, danke. Sehr schön gemacht. Ne? Vielen Dank. Sehr schön gemacht. Ja, ja, die Polster im Übrigen sind auch handmade. Die hat Annette gebaut. Wir sammeln sie. Wir will mal gleich eine Serie machen. Ne? Ja, zum Herd habe ich in der Küche noch für den Triplex entschieden, wie viele. Weil ist immer guter wieder, Tipp von euch, genau. Immer wieder schön, schön mit der Spritzschutzmatte, drei, macht drei einfach Flammen. Sinn. Macht einfach Sinn, genau. Gasbackofen, der auch gut funktioniert, für mal wirklich. Ja. Damit habt ihr ja küchentechnisch in Verbindung mit der Mikrowelle echt eine Vollausstattung. Genau. Ja? Wir haben ja noch was. Du darfst gerne mal, weiß nicht, ob das... Oh, bedienbar ist. Jetzt bin ich jetzt, da kommt was. Glaube ich, bleich jetzt, dann, mit Einschub. Jetzt darfst du das auch mal rausziehen. Die kennst du sicherlich. Die kenne ich, das ist unsere hervorragende. Das war auch eine Empfehlung von dir. Kaffeemaschine, die genau. Wir schon auch in den Tunesien fahren. Was haben wir, Marie, was haben wir die schon gerüttelt und geschüttelt? Ne? Und misshandelt und die geht einfach immer. Wir haben die zu Hause auch. Es macht einen tollen Kaffee, das Ding. Macht einen vernünftigen Kaffee, ist sehr kompakt von den Maßen, genau. Hat einen Siemens-Werk innen, ist also sehr, sehr gut und ist natürlich an der Position eine cool ausgenutzte Ecke, um noch einen maximalen Arbeitsraum zu lassen. Mit der Klappe war eine ziemliche Tüftelei, muss man zugeben, ja, aber auch das... Ich habe gesehen, du hast ja dann eine überlaufende Klappe, genau. Ja, so wie in den Treppen-Slide-Out. Genau. Ja. Bisschen andrücken, dann einfach reindrücken. Und unten runter gibt es nochmal, die musst du richtig andrücken. Genau. Ja, so. Ja, richtig. Ja, genau. So. Und dann weißt genau. Du, ja, dann weißt du einfach, dann hier gibt es nochmal eine kleine Schublade. Ich gehe mal weg, du kannst sie dazu machen. Ja, und das Ganze ist, nehmen wir jetzt nicht ab, die Stufe ist natürlich abnehmbar. Darunter haben wir unsere Batteriebank, die bis unter die Kaffeemaschine geht. Lithium? Zweimal 200 Ampere, 424 Volt. Das ist üppig, wenn man nicht mit Strom kocht. Ansonsten haben wir halt den Platz in den Schubladen gut genutzt, das sind Vollauszüge. Ja, die sind relativ leicht, stabil und ja, mein Gott, sehr hier und da. Sehr aufwendig auch die Rückseiten der vorderen Travere behandelt hier. Ne? Also das heißt, ja, wie sage ich es immer so schön, ich freue mich ja über Leute, die einen Nagel im Kopf haben. Ne? Ja, da und, können wir uns nicht von freisprechen. Was den Möbelbau und die weiteren Ausführungen hier angeht, habe ich schon ein bisschen was gesehen, aber es gibt von der auch schon Arbeit, die ich gemacht habe, ist das ja. Annette hat gerade neulich noch ein Haltersystem designt mit überzogenen Fiberglasstäben mit einer in einer Platte. Pisten und rüttelfest, ja, genau. Formschlüssig geladen. Ein Traum. Die Zeit nehmen wir uns. Ein Traum. Also, was hier natürlich absolut überzeugt ist. Kannst du einfach reinballern. Ja, ist die Details, ne? Ja, aber die schaffen hinterher Zeit für Schönes und machen das Leben dann hoffentlich einfacher. Und von daher, ja, macht man es einmal richtig, wird es auch gut. Was ist der Plan? Wie lange seid ihr dran jetzt am Innenausbau? Ja, wir sind schon. Wie sind wir? Aber er macht das ja nebenbei, muss man dazu sagen. Wir machen das, also wir sind Arbeitsausgleichstherapie. Wir gehen auch anderen Neigungen nach, arbeitstechnisch. Mhm. Und ja, ich denke mal, wir sind jetzt anderthalb Jahre dran. Aber mit der Planung, das sollte man sich auch keine Illusion machen. Das ist ein Jahr Planung. Also wer sowas macht, wie gesagt, herzlich eingeladen, sich auf unserem Instagram-Profil umzuschauen. Da kriegt man eine Idee davon. Habt ihr mal Stunden gerechnet, spaßhalber in der Tabelle? Bei 1000 haben wir aufgehört. Okay. Also sind es wahrscheinlich mindestens schon 1500. Ja, ganz locker. Also das heißt, wenn ihr so weiter zelebriert, jetzt wird er ein bisschen schneller, weil die Routine da ist. Das ist tatsächlich so. Vielleicht nochmal 800, 750 Stunden. Ja, die sind es. Ja. Die sind es, ganz sicher. Ja, zumal das sind hier noch
Challenge. Jemand mal sagte mal, ein anderer Ausbauer, man unterschätzt die Zeit der Evaluation von Gegenständen. Und das ist tatsächlich so. Man braucht lang, du hast jetzt auch wieder gesucht und gefunden, aber das braucht alles. Und dann einbauen, entscheiden. Es ist ein Prozess, der aber Spaß macht. Andere spielen Computerspiele. Für uns ist das ein Stück weit auch Schaffen von Wert. Und das macht Spaß. Was würdest du als Tipp geben für all die Leute, die das jetzt angucken und sich mit sowas auseinandersetzen? Einer meiner Tipps ist ja immer aus dem Tauchsport heraus, plan your dive and dive your plan. Ne? Weil viele sehe ich dann irgendwo anfangen, irgendwas reinzuwürgen, geschmacklos und hinterher festzustellen, dass man alles nochmal machen muss. Ne? Davor sollte man sich bewahren. Das ist wirklich so. Man sollte sich klar machen, dass man mit so einem Projekt eine Verantwortung übernimmt für sein eigenes investiertes Geld, die dahin geht, dass man vielleicht 2 Jahre dann arbeitet, dass man eine Menge Geld investiert und schon deswegen sollte man vernünftig planen. Und wenn man feststellt und sich ehrlich macht und sagt, Möbelbau ist nicht meins, ich glaube, ihr bietet auch sowas an, dann sollte man sowas vielleicht lieber kaufen. Und oder Elektrik machen. Oder Elektrik machen lassen. Gerade Elektrik ist selbst zu machen, ich komme aus dem Fach und weiß, glaube ein bisschen, wovon ich rede, ist, wenn man denkt, man kann das einfach mal so zusammenschrauben, gefährlich. Es ist, bringt sich selbst in Gefahr. Zumindest sollte man für die Hardcore-Verknüpfungen am Schluss jemanden drüber gucken lassen. Das auf 24 Volt immer, ja. Der sich damit aus. Ganz genau. Aber es sollte niemanden davon abhalten, den Mut zu haben, so ein Projekt anzugehen. Es macht Spaß, es ist toll. Aber man muss sich wirklich ehrlich machen und sagen, was kann ich und was kaufe ich? Und sich die Zeit, Geduld, ist ein Marathon. Ihr habt mir zwei Sachen aus dem Herzen wirklich gesprochen. Der eine Punkt ist immer, was ich den Kunden mitgebe, Investitionssicherheit. Ja. Mach's schön. Ne? Wir haben leider auch Projekte, ich darf ja keine Namen nennen, aber ich bin schon in Sachen reingegangen. Wisst ihr, das ist auch so, wenn wir so ein schönes Auto von außen kreieren, dann haben wir ja auch ein bisschen Anspruch. Wirklich gemacht. Und wenn man dann reinkommt, guckt einmal rum und sagt, hat den Gedankenkopf, eigentlich schade ums Holz. Schade ums Holz. Genau. Dann ist dieser Punkt der Investitionssicherheit einfach schon zunichte gemacht. Und wenn man natürlich, also ein Ding ist, das sehe ich hier auch, also ihr zelebriert in den Details aufwendiger, als wir das im Profibereich machen, aber das kannst du auch nachvollziehen, wenn wir jetzt da 3.000 Stunden reinhängen würden, dann sind es ja 300.000 Euro am Ende Lohnkosten und so. Das hat ja keiner, will ja keiner bezahlen am Ende. Das heißt jetzt nicht, dass es in der Funktion schlechter ist, sondern dass man halt einfach guckt, wie optimiert man die Dinge, dass sie sehr gut sind und im Anspruch genügend, aber natürlich auch verständlichen Aufwand, den realisiert man im Profibereich natürlich, kann man gar nicht realisieren. Kann man nicht. Die Prioritäten sind für manche auch anders. Die wollen schnell fertig werden oder haben ein Budget, was noch begrenzter ist. Wir wollten es schön haben, weil wir hier dann auch drin wohnen wollen und es genießen wollen. Ist für andere vielleicht nicht so wichtig. Und ich war ja schon bei euch zu Hause, ich finde auch so ein paar Farben wieder. Ganz genau, richtig. Die so ist mit diesem Andrazit drauf, mit dem Rot, ne? Ganz genau. Stimmt, so ist das. Ihr geht von eurem Wohnraum in den zweiten Wohnraum und fühlt euch wohl, weil sich die Elemente, mit denen ihr euch wohlfühlt, auch die Kaffeemaschine hatten wir schon, wiederfindet. Ne? Genau so ist es. Also ich finde es klasse, es war halt schön, wir müssen es ja immer ein bisschen, da haben natürlich extrem viele Details, aber ihr habt ja wenn wem es interessiert, ne, nochmal einen Verweis, nennt doch mal nochmal euer Insta-Profil. Vielleicht kann es Marie mal einblenden, dann findet man es. Die Marie blendet es ein, dann seid ihr für Fragen offen. Wir sind froh, das Projekt begleiten zu können. Ihr seid ja unfreiwillig jetzt das zweite Mal da gewesen, weil natürlich die älteren Fahrzeuge einem immer ein paar Aufgaben geben, ne? Aber das ging... Kann mich an der Stelle nur bei euch bedanken. Ihr habt gestern einen super Job gemacht. Toni und seine Mitarbeiter nochmal auf die Weise einen ganz herzlichen Dank. Toll, ihr macht wirklich einen super Job. Ihr habt ein tolles Auto hingestellt. Ihr habt eine tolle Kabine gebaut, die maßhaltig ist, wo man sich ziemlich darauf verlassen konnte, dass man das, was man geplant hat, einbauen kann. Es ist wertig. Das Auto macht Spaß. Wir versuchen es agil zu halten. So ein Projekt ist aber immer wie so eine Ehe. Ne? Man sich auch mal kurz. Ne? Es gibt auch in so einem Projekt Höhen und Tiefen. Das ist alles ganz normal. Ne? Natürlich aber ist es normal. Für uns, Vorbild 24 heißt das, also mein Spruch ist immer,
ganz recht, die letzten 5 Minuten zählen. Ne? Das Endergebnis zählt. Das heißt, im Großen und Ganzen, auch wenn wir jetzt immer wieder mal leider laufend Termine verschieben müssen, weil Leute kommen mit der Situation, wir sind auch schuld, fahren wollen, ne? Dann ist es halt eine Verkettung und ja, an der Stelle freue ich mich dann aber, wenn dann letztendlich die meisten doch dafür Verständnis haben. Ne? Ja, und ich denke, man kann sich raufen, aber man muss anständig bleiben und man muss auch Verständnis für die anderen Seiten haben. Wir hoffen, dass die anderen Projekte, die jetzt sagen, Mensch, ich will meins auch fertig kriegen, auch gut durchkommen. Und es gibt immer etwas, was man vorbereiten kann daheim und die Zeit überbrücken kann. Von daher, ja, passt. Jedem, der ausbaut, gutes Gelingen und die, die planen, viel Mut, auch mal sowas anzugehen. Ja, und euch, toi, toi, toi. Vielen Dank an euch beide, dass ihr auch noch den Früh jetzt hier abgewartet habt. Wir haben gestern schön miteinander gegessen, war hervorragend. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal bei Abgefahren. Ich wünsche euch eine abgefahrene und natürlich störungsfreie Heimfahrt heute. Dankeschön. Und Sonnenschein, ne? Den können wir jetzt mal brauchen. Genau. Wochenlang Regen und 10 Grad am 8. August. 8. August, genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Super. Sehr gut, freut mich, das ist cool.